Hallo und herzlich willkommen bei der Dela. Ich bin Walter Kapellmann. Wie Sie online, ohne Papier, von zu Hause mit Ihrem Kunden kommunizieren und Verträge abschließen können, möchte ich Ihnen heute gerne zeigen. Wir sind der einzige Versicherer, der Ihnen ein Tool bietet, mit dem Sie ohne Kundenunterschrift online direkt den Abschluss für Sterbegeld tätigen können. Wie das geht, schauen Sie selbst. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich zeige Ihnen jetzt, wie unser Online-Tool funktioniert. Gehen Sie auf www.dela.de, Vertriebspartner und melden sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. In unserem Dela-Partnerportal finden Sie im Bereich Rechner Ihre verschiedenen Optionen. Gehen Sie hier nun auf Angebotsrechner Sterbegeld. Dies ist Ihr persönlicher Angebotsrechner. Hier können Sie nun eine Sterbegeldversicherung für Ihren Kunden komplett online abschließen. Im ersten Schritt benötigen wir nur das Geburtsdatum und die gewünschte Versicherungssumme. Sie können den Wunschbetrag des Kunden eingeben oder eine unserer Tarifoptionen wählen. Bereits jetzt können Sie den Versicherungsbeitrag für Ihren Kunden sehen. Im nächsten Schritt können Sie weitere Angaben zum Versicherungsschutz machen, wie zum Beispiel die Zahlungsweise oder die Beitragszahlungsdauer. Geben Sie hier ebenfalls an, ob Ihr Kunde einen sofortigen Schutz mit Gesundheitserklärung oder eine nur 24-monatige Wartezeit ohne Gesundheitserklärung wählt. Kinder sind bei uns bis zum 18. Lebensjahr kostenfrei mitversichert. Sie haben hier, wie auch bei Ihrem Angebotsrechner für die Risikolebensversicherung, die Möglichkeit, dem Kunden vorab ein Angebot zukommen zu lassen. Laden Sie dafür einfach das Angebot herunter und schicken Sie es Ihrem Kunden zum Beispiel per E-Mail zu. In diesem Schritt geben Sie die persönlichen Daten Ihres Kunden an. Sobald Sie die Personenangaben zu Ihrem Kunden gemacht haben, haben Sie auch die Möglichkeit, den Antrag zu speichern. Sie bekommen eine E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse mit einem Link zum Wiederaufruf der Daten. Gerne können Sie das Angebot dann aber auch an Ihren Kunden vorab senden. Im E-Mail-Betreff befindet sich dann der Name Ihres Kunden, sodass Sie jederzeit Ihre gemachten Angaben wiederfinden können. Die Gesundheitsangaben Ihres Kunden werden mit nur einer Frage auch online an uns übermittelt, sofern er den sofortigen Versicherungsschutz gewählt hat. Als nächstes wählen Sie noch aus, wer im Ernstfall die Versicherungssumme erhalten soll. Hier stehen Ihnen und Ihrem Kunden verschiedene Optionen bereit. Im Anschluss geben Sie noch die Informationen zu den Bankdaten und zum SEPA-Lastschriftverfahren ein. Sie können wählen, ob der Versicherungsbeitrag zum 1. oder zum 15. eines Monats getätigt werden soll. Sind Sie Mitglied einer Organisation, zum Beispiel eines Verbunds, dann haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre persönliche Berater-ID einzugeben, damit Ihr Verbund auch weiß, von wem der Antrag erfolgt ist. Mit der Bestätigung der rechtlichen Angaben, wie Datenschutzerklärung und Angaben zur Wahrheitspflicht, gelangen Sie zur Zusammenfassung der gemachten Angaben. Hier können Sie nochmal alle Angaben Ihres Kunden überprüfen. Außerdem besteht hier die Möglichkeit, den Antrag vor Abschluss herunterzuladen. Sie erhalten alle gemachten Angaben, außerdem das Produktinformationsblatt sowie die AVBs. Ansonsten klicken Sie jetzt einfach auf Abschließen. Wenn Ihr Kunde eine andere Person als sich selbst versichert, ist es notwendig, dass die versicherte Person ihre gemachten Angaben per Unterschrift auf dem Antrag bestätigt. Und das war's auch schon. So einfach geht der Online-Abschluss bei der Dela.